herzlich willkommen im neuen Weekly und es ist Karneval. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass wir uns verkleiden. Und wir machen jetzt direkt ein Gruppenfoto mit allen lustigen Jecken. Mit allen Heckenjecken. Hey, Andi ist noch gar nicht fertig. Der Prozess ist schon allein interessant genug. Warte, Achtung. Pass auf, das Beste kommt jetzt noch. Warte, jetzt geht's los. Ich würde dir sagen, mach lieber die Augen zu. Hallo? Mr. Bugfix ist dann richtig. Achtung. Hoffentlich sprühe ich jetzt dein Bildschirm wieder an. Hast du den Bluescreen? Der war richtig gut. Oh mein Gott. Anni, wann wolltest du zum Friseur gehen? Morgen? Gucken wir jetzt spontan. Diesen Sombrero und alles und dann noch Bälle und. Anni. Anni hat einfach das Beste. Geil. So, vollständig. Aber einen schönen Zöpfer hast du auch, Anni. Ja, mit dem Aufzug könntest du auch ins KitKat gehen. Guten Morgen. Sieht ja komisch aus. Verkleidet sich mal als Texter. Ja. Wir haben wieder mal für unsere Podcast-Wand ein neues Banner geholt und zwar wieder von einer Case Study. Haben wir natürlich gedruckt und durch unsere ganze Produktion begleitet. Jetzt ist es beim Nähen schon fertig, wie ihr gerade gesehen habt. Anna und ich messen es jetzt nochmal und dann kommt es wieder in unseren Podcast-Rahmen. Anna, wir sichten wieder was? Yes. Let's go. Da ist das gute Stück für unsere Case Study. Wir müssen es jetzt noch, wie packen wir es am besten an? So wie es hier liegt, aber möglichst nicknicken. Mit zwei Händen, okay. Hier liegt das gute Stück und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon wieder mal begeistert von unserer Druckqualität, weil es ist ja so mit Ölfarben gemalt und das sieht richtig krass echt aus. Ich zeige euch mal ein paar Details. Also ich finde die Qualität schon echt krass. Man bedenkt, dass das mit Ölfarben gemalt ist und irgendwie durch eine Druckdatei zu uns gekommen ist und jetzt sieht man das ganze Gemälde so auf Textil quasi. Cool, also sieht aus wie jetzt gemalt. So, alles abgemessen, Maße stimmen soweit. Wir werden es aber erst demnächst montieren. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt kommen, bis es an der Podcast-Wand hängt. Okay, wir filmen jetzt bald gleich die nächste Case Study ab. Und wir haben uns ja überlegt, dieses Jahr, wir wollen gerne für die Case Studies coole Text-up-Hintergründe machen und die immer zur Case Study passen. Deswegen hängen wir jetzt mal hier den passenden Hintergrund wieder ein. Los geht's. Und Sandro? Also ich versuche jetzt die Ecken gerade einzuspannen, weil damit fängt man beim Flachkellerrahmen an. Aber da hier diese wunderschöne Steckdose ist, ist es etwas komplizierter, aber wir werden es schaffen. Schwenken Sie mal zu meinem Komarado. Es ist kompliziert. Nein, eigentlich ist es total einfach, aber Sandro und ich sind halt einfach Marketing-Texperten und keine... Achso, Heimwerker-Texperten. Ja, Heimwerker-Texperten sind wir definitiv nicht.